tobias.grill.de. Dips gehen auch vom Grill. Und zwar möchte ich euch in dieser Folge gerne einen Dip zeigen, einen Jalapeno Popper Dip. Was wir dafür Zutaten brauchen, das ist nicht gerade wenig an Zutaten, zeige ich euch jetzt. So, die Zutaten für den Jalapeno Popper Dip. Und zwar 400 Gramm Frischkäse, Natur, also nicht gesalzen etc. 400 Gramm Mayonnaise, ca. 250 Gramm Edamer gerieben. 3-4 Esslöffel Paniermehl, 10 Scheiben Bacon, die müssen wir gleich anbraten, die werden dann klein gebröselt. 6 Jalapenos, das sind die Hauptdarsteller, und 250 Gramm Parmesan. Den Parmesan und die Semmelbrösel machen wir dann gleich fürs Topping, aber wir kommen jetzt erstmal zum Zusammenmischen. Ich brate jetzt in der Zeit den Bacon an, würfel den und dann mischen wir die Zutaten gleich alle zusammen. So, die Mayonnaise habe ich jetzt schon in der Rührschüssel drin. Wir klappen das jetzt um und fangen an, die Zutaten zusammen zu mischen. Wie gesagt, Mayonnaise ist da schon drin. Jetzt füllen wir den Frischkäse einfach mit rein. Und wenn alle Zutaten dann circa drin sind, dann, ich sag mal, 4 Minuten durchrühren lassen, damit das dann eine gleichmäßige, schöne, luftige Masse gibt. Als nächstes die Jalapenos. Schön klein gewürfelt, wie gesagt. Dann den Gouda auch einfach mit reinmachen. Und jetzt den klein geschnittenen, angebratenen Bacon. Schön mit reinmachen. Und fragt euch sicherlich, warum wird das jetzt nicht ganz gewürzt? Es wird gewürzt und zwar höchstens, allerdings höchstens mit einem Teelöffel Kreuzkümmel gemahlen. Gebe ich jetzt hier mit rein. Reicht schon. Wie gesagt, ich lasse das jetzt circa 4 Minuten durchrühren. Und dann können wir das dann nachher in eine feuerfeste Form machen. Den Rand hier am besten einmal runterholen. Und dann sehen wir uns gleich am Grill wieder. So, die 4 Minuten sind rum. Das hier einmal zur Masse. Schön gleichmäßig ist die Masse. Ich fülle das jetzt in eine feuerfeste Form, damit das dann doch gleich schön im Grill alles funktioniert. Ich fülle das jetzt, wie gesagt, hier ein. Bevor wir noch zum Grill kommen, zeige ich euch, wie das funktioniert mit dem Topping. Weil da müssen wir ja den Parmesan mit den Semmeln bröseln zusammen vermischen. Aber das zeige ich euch gleich. So, für das Topping machen wir einfach die Semmelbrösel in eine Schüssel und dann, wie gesagt, die 200 Gramm Parmesan auch. Das ist relativ einfach. Beides miteinander jetzt so lange verrühren, dass die Semmelbrösel sich mit dem Parmesan verbinden. Und das geben wir einfach gleich über den Dip drüber und dann sehen wir uns am Grill wieder. So, der Grill ist jetzt vorbereitet und zwar auf einer Temperatur von 180 bis 200 Grad indirekt. Da stellen wir den einfach hier oben mit rein. Da oben ist das Topping, was ich vorhin erzählt habe. Und das bleibt da jetzt für ca. 30, 35, eventuell 40 Minuten drin. So, ich habe jetzt genau 40 Minuten gewartet. Der Dip ist jetzt genau fertig. Ich nehme ihn jetzt runter. Wir haben jetzt hier auf künstliches Licht zurückgegriffen. Wir gehen da jetzt einmal zurück in die Küche und richten dann einen Teller her. So, hier bereite ich jetzt einen kleinen Teller vor. Und zwar nehme ich dazu ein bisschen von dem Dip. Der Dip ist jetzt halt wirklich durch die Wärme halt schön flüssig. Wie ihr hier sehen könnt, ich nehme jetzt mal von dem Flüssigen so ein bisschen. Seht ihr das? Super. Dazu eignen sich am besten Tortilla-Chips. Und zwar gesalzene. Und ich finde zum Fernsehabend wirklich hervorragend. So, das war es, das Rezept. Das Jalapeno Popper Dip. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Für weitere Tipps und Tricks schaut auf tobias.grill.de.